nach etwa 55, 56 habe ich dann sozusagen, bin ich mit den schwarzen Übermalungen bin ich immer dichter geworden und es ist dann sozusagen, es sind irgendwie Flächen geworden, monochrome Flächen, aber immer so, wo ein Rest da war und dieser Rest hat sozusagen das getragen, das Bild. Es waren also nicht ganz zugemalt und so. Ja, manche, es gibt Bilder, die wo überhaupt gar nichts mehr da ist. Nur ein Quadratmeter großer weißer Rest. Und dann Rot hat mir das dann noch am meisten sozusagen erregt oder angeregt. Und da bin ich von Rot, von Schwarz erst zu Dunkelrot und dann zu Orange gekommen. Ja, das war sozusagen ein Kontrast zu den informellen Arbeiten. Ich war zum Teil von 12-Ton-Musik, also geistig beeinflusst. Die Form immer gleich haben, aber auch die Farben anders. Da habe ich mit verschiedensten Farbpapieren, die ich mir selber angefertigt habe, bin ich dann zu diesen Farbstreifenmalerei oder Farbstreifen-Collagen, so ist das richtiger, bin ich dann gekommen.